Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zur bereits schon fünften Ausgabe von FFBL, der Talk. An meiner Seite natürlich wieder unsere Expertin, die beste Expertin, die ganz Deutschland, ganz Fußball-Deutschland zu bieten hat, Julia Simic. Grüß dich. Vielen Dank. Hallo, ich freue mich. Und als Gast haben wir ja, gibt es auch nichts Besseres gerade in Fußball-Deutschland. Fußballerin des Jahres dieses Jahr, nee, letztes Jahr, 2021, in Deutschland und in Österreich und Torschützenkönigin der letzten Bundesliga-Saison, Nicole Biller von der TSG Hoffenheim. Grüß dich. Ja, hallo. Servus. Schön, dass du mit dabei bist heute hier bei uns im Talk. Sind gespannt, was wir über dich herausfinden können. Was wir wissen, du bist in Kufstein geboren, in Tirol, in Österreich. Und Julia, du warst ja quasi in ihrer Heimat erst vor ganz kurzem. Tatsächlich, ich habe gerade einen Heimatbesuch bei dir absolviert. Nein, hatte einen kurzen Weekend-Trip sozusagen nach Kufstein. Ein bisschen in die Berge gemacht und in Schnee und es war sehr, sehr schön und lustigerweise kommst du ja daher und deswegen ist auch die erste Frage direkt an dich, wie sehr vermisst du deine Heimat und auch gerade was vermisst du an deiner Heimat? Ich meine, du wohnst glaube ich mittlerweile in Heidelberg, gell? Da ist ja auch nicht ganz schlecht, aber trotzdem gibt es ja wahrscheinlich auch schöne Ecken in Kufstein. Dann hast du eh gerade die beste Zeit ausgesucht, weil jetzt ist Schneechaos so quasi, also ja. Stimmt. Wo viel Schnee ist. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Also jetzt, wenn es so viel schneit, natürlich nicht. Aber wenn die Sonne dann wieder rauskommt, dann ist es umso schöner, wenn so viel Schnee da liegt. Und ja, ob ich die Heimat vermisse, ich glaube, das ist immer eine Sache, wo ich sage, natürlich vermisst man sein Zuhause, die Umgebung. Aber ich bin jetzt ja mittlerweile schon 10 Jahre von zu Hause weg, weil ich ja in St. Pölten im Internat war. Ja, da gewöhnt man sich an das Ganze. Und ich habe hier mit Heidelberg eine sehr, sehr schöne Stadt, wo man sich auch ja, wohlfühlen kann, aber natürlich ist daheim nur mal ganz was anderes. Daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Du bist ja auch immer noch ab und zu Hause in der Heimat, wenn ihr euch mit der Nationalmannschaft zum Beispiel trefft. Da hast du ja mittlerweile auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel, ich glaube mittlerweile 66. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man euch sieht mit der Nationalmannschaft, dass ihr da so einen unglaublich positiven Zusammenhalt und Team-Spirit habt. Und das macht euch, glaube ich, auch so ein bisschen aus und auch sehr, sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Und glaubst du so ein bisschen auch so einen Vergleich, den man da spinnen kann, auch zu Hoffenheim, dass ihr da auch einen ähnlich guten Team-Spirit in der Mannschaft habt? Schon, ja. Also bei uns kommt eigentlich jeder sehr, sehr gerne zur Nazio. Also da freut man sich richtig drauf, dass man mit den Mädels wieder ja, die Zeit verbringen darf, beziehungsweise am Platz stehen darf. Und ja, da ist einfach ja, ein Schmäh dabei, sage ich jetzt mal so. Aber genauso ist es auch in Hoffenheim. Also ich glaube schon, wir sind eine Mannschaft, die was auch sehr viel über das Kollektiv kommt, beziehungsweise über die Einstellung. Und ja, wir haben jetzt nicht sehr viele ja, individuell sehr, sehr überragende Kicker oder Namen, sage ich jetzt mal. Und ja, für uns ist es einfach wichtig, dass wir als Mannschaft am Platz stehen. Und ihr habt ja bei der TSG Hoffenheim auch durchaus die ein oder andere Österreicherin noch unter Vertrag, außer dir. Also da. Genau. Wird also, ja vielleicht dann dieser Spirit auch ein bisschen reingebracht von der Seite, oder? Ja, zumindest kann man ein bisschen Dialekt drin. Verstehen die anderen dann was oder sind die raus? Na, also die meisten tun sich schon sehr, sehr schwer reden. Bei mir ist es am schwersten, also mich verstehen die meisten nicht, wenn ich so richtig loslege, aber die, was jetzt schon seit ein paar Jahren mit mir zusammenspielen, die verstehen dann auch die gewissen Wörter schon, die, was man vielleicht in Deutschland jetzt anders sagt wie in Österreich. Das heißt, die müssen sich an dich anpassen, gell? Und nicht andersrum. Ein Stück weit. Also ich muss schon sagen, dass ich Hochdeutsch reden gelernt habe mittlerweile. Also das ist, ja, extreme. Ist schon ein Stück weit, sage ich jetzt mal, da in dem Rahmen verschwunden. Es kommt dann wieder, wenn ich zu Hause war in Tirol. Aber im Großen und Ganzen, ja, versteht man mich schon zum Glück. Du bist ja jetzt auch schon 7 Jahre in Hoffenheim, also schon eine ganze Weile. Was zeichnet denn für dich den Verein noch aus, jetzt außerhalb von dem Teamspirit in der Mannschaft, den wir schon angesprochen haben? Was ist die TSG Hoffenheim für dich? Ja, mittlerweile ist es schon eine Heimat nach 7 Jahren, wenn man das so sagen kann. Ja, ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl da. Also, es ist ein sehr, sehr familiäres Umfeld. Also sie haben mir damals ermöglicht, dass ich meine Ausbildung machen kann als Erzieherin. Ich glaube, das ist nicht so üblich. Man merkt aber jetzt bei uns, sage ich, dass es immer schwieriger wird mit der Ausbildung. Also das habe ich dieses Jahr erfahren mit Champions League. Also ich glaube, wenn ich damals die Ausbildung in so einer Phase gemacht hätte, hätte ich das Ganze nicht stemmen können.
deshalb ja, ist es auch interessant, diese Erfahrung machen oder gemacht haben. Und ja, ich glaube, wenn es jetzt so wäre, dann würde es nicht mehr gehen. Jetzt hast du es eigentlich ja schon angesprochen. Dass ja, durch wir haben uns fast gedacht, gell, Julia? Ja, durch die Mehrfachbelastung, dass es natürlich schwierig ist, auch neben dem Fußball noch was zu machen. Und ich glaube, ihr habt euch jetzt in den letzten Jahren so nach und nach immer ein Stückchen weiter nach oben bewegt und mittlerweile eben dann auch international zu spielen. Und auf der einen Seite wahrscheinlich richtig, richtig schön und toll und auch Wertschätzung, aber auf der anderen Seite kostet es natürlich auch viel Zeit. Ist das auch so ein bisschen der Grund für dich, dass du den Job dann aufgeben musstest, beziehungsweise dich jetzt auch nur noch auf den Fußball konzentrieren kannst wegen der Mehrfachbelastung? Ja, also zum einen habe ich das zum Glück halt die Ausbildung schon davor abgeschlossen, sodass ich mir das Ganze jetzt relativ gut selbst einteilen habe können. Und ich habe da einen Arbeitgeber, der was mir da nie Steine in den Weg gelegt hat quasi. Aber ja, wie gesagt, wie ich schon angesprochen habe, so wie es jetzt war, dieses halbe Jahr, wird es einfach mit der Arbeit sehr, sehr schwer sein. Also wir haben noch manche, die was ja im REF stecken, beziehungsweise halt nur in der Ausbildung sind. Und die meistern das sehr, sehr gut, also wirklich Hut ab, dass sie das zeitlich hinkriegen. Aber ja, ich bin auch froh, dass ich diese ja, Doppelbelastung quasi jetzt dann nicht mehr so extrem habe. Das ist jetzt nicht die erste Sache, die du quasi für den Fußball aufgibst. Das ist ja sehr spannend in deiner Biografie. Also du spielst Profifußball, du bist Erzieherin gewesen, jetzt gerade nicht mehr, aber kommt ja vielleicht auch wieder. Und du bist mehrfache Kickbox-Jugend-, Europa- und Weltmeisterin gewesen und ja, hast deshalb auch aufgeben müssen aufgrund des Fußballs, oder? Ja, aufgeben müssen ist, glaube ich, das falsche Wort. Also ich habe es dürfen. Also ich glaube, das trifft es besser. Für mich war immer der Wunsch, wenn es eine Schule gibt, wo Fußball mit Schule quasi kombinierbar ist, dann würde ich das gerne machen. Und ja, damals hat sie dann so ergeben, dass quasi die Frauenfußballakademie in Österreich quasi eröffnet hat und die der erste Jahrgang war, der was da quasi eingestiegen ist und das war eigentlich perfekt, weil es halt mein großer Wunsch war, immer sowas zu vereinbaren. Und ja, ich war dann dort, habe trotzdem nur das ein oder andere Turnier gekämpft, aber ja, ohne Training geht es halt dann auch irgendwann nicht mehr und dann war für mich auch klar, dass der Weg nur mal Richtung Fußball geht. Wie ist es dann jetzt, wenn man dir begegnet? Muss man noch Angst haben? Bist du noch drin? Tatsächlich war ich im Dezember, also da haben wir im Winterurlaub, wieder beim Training und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Der Trainer hat gesagt, ja, ich bin beweglicher geworden wie früher. Die Technik habe ich nicht verlernt, also habe ich nicht viel falsch gemacht. Sehr stark. Jetzt haben wir natürlich, ja Julia, du bist wieder deinem Auftrag nachgekommen, wie jede Woche auch. Die Spielerinnen der deutschen Bundesliga, die vertrauen dir anscheinend, denn die erzählen dir eine ganze Menge über jeden einzelnen unserer Gäste. Was gab es denn diesmal? Ja, tatsächlich was ganz Schönes. Also es hat sich auch überschnitten bei vielen verschiedenen Meinungen. Ich habe mich ein bisschen in deiner österreichischen Nationalmannschaft umgehört, aber auch bei ein paar Vereinskolleginnen. Und das lustigerweise hat jeder bestätigt, dass du so ein bisschen auch so die Team-Mama-Funktion manchmal so ein bisschen einnimmst und das spiegelt sich ja dann auch wahrscheinlich mit der Erzieherin ein bisschen in dir wieder. Das steckt wahrscheinlich einfach in dir und deine Mitspielerin, sogar Kapitänin, meinte sogar, dass du, wenn die Betreuerin mal ausfällt, dass du da auch mal einspringst und dir auch nicht zu schade bist, vielleicht mal für einen Halbzeitsnack zum Beispiel zu sorgen, was dich wirklich auszieht. Ist das einfach so was, was schon immer in dir drin gesteckt hat, dass du dich so um die anderen einfach kümmerst und kümmern möchtest auch? Ja, also schon. Ich bin mir eigentlich für nichts zu schade. Also ich mache das gern. Ich will, dass das quasi dann auch, dass das weiterläuft, auch wenn eine Person zum Beispiel ausfällt. Ich mache das wirklich gern und ich will einfach, dass sich jeder wohlfühlt und dass es jedem gut geht in der Runde und ja, da tue ich auch dann gerne mal so wie jetzt an dem Freundschaftsspiel einfach als Obst schnippeln. Muss nicht sein, aber ich mache es einfach gern und ja. Ja, sehr ich vorbildlich. Ich bin auch gerne das Team da. Ja. Sehr vorbildlich. Absolut. Hast du das so auch gemacht, Julia, früher? Ich wollte gerade sagen, so jemanden wünscht man sich eigentlich in jeder Mannschaft und ich wollte gerade fragen nach dem Halbzeitsnack, aber bleibt es dann beim Obst oder gibt es dann noch eine Sachertorte oder
Wie schaut das aus? Nein, die Sache dort gibt es Gott sei Dank nur zum Geburtstag und nicht in der Halbzeitwelt. Es gab noch ein spannendes Thema und das fand ich ja auch sehr sympathisch und das greifen wir natürlich auch gern auf. Und das hat sich tatsächlich auch mit allen drei gedeckelt. Jeder hat das Gleiche gesagt, dass du auch theoretisch mal dein Traum wärst sozusagen, dass du dich mal irgendwann mit deiner Familie zurückziehst, auf den Berg dein Haus baust und als Selbstversorgerin sozusagen lebst. Ist das was, so Thema Nachhaltigkeit, was dich so ein bisschen beschäftigt und auch im Alltag so ein bisschen begleitet, dass du da einfach guckst, dass man da auch ja, grün lebt? Ja, schon. Also mein Wunsch ist es schon, irgendwann quasi halt so ein Haus zu haben mit viel Gartenbereich, wo man sehr, sehr viel selber anpflanzen kann. Das ist natürlich ja auch viel Arbeit, aber es ist trotzdem mein Wunsch und das ja ist auch ein Stück weit meine Lebenseinstellung. Also ich will ja auf dem Planeten, wo wir leben, ein Stück weit halt auch zurückgeben und da schauen, dass einfach halt ja mein Umfeld, wo ich einfach viel dafür tun kann, das Beste rausholen kann. Und ja, das ist mir einfach wichtig und darauf möchte ich ja ein Stück weit achten. Ist das auch was, wo ihr so in der Mannschaft ein bisschen drüber sprecht oder wo du auch mal vielleicht jüngeren Spielerinnen mal so ein bisschen einen kleinen Hinweis mitgibst oder machst du das dann eigentlich nur für dich selbst? Also es ist schon so, dass meine ehemalige Mitbewohnerin, die Kathi, da ein Stück weit gelernt hat, das sagt sie selber, da hat sie dann daheim bei der Mama auch gesagt, so, Mama, wie kannst du nur so und so machen? Aber ja, ich glaube, vieles ist einfach im Unterbewusstsein schon verankert, beziehungsweise gibt man unterbewusst einfach weiter. Und da ist einfach, ja, wenn jeder einfach ein bisschen schaut, dann ist schon ein Stück weit getan, sage ich jetzt mal. War jetzt die Rede gerade von Katharina Naschenweng? Genau. Das ist deine Mitbewohnerin, ja? Genau. Ah ja, sehr schön. Da haben wir nämlich auch noch gehört, dass du ja einerseits, wir haben es ja angesprochen, dieser Teamgeist in Hoffenheim, ihr haltet zusammen, ist ein großes Pfund für euch, aber wir haben schon auch über dich gehört, dass du durchaus auch gerne mal alles hinter dir lässt und auch mal gerne für dich alleine bist. Wie, also brauchst du das als Ausgleich sozusagen auch zu dieser ja, Zeit im Profifußball, wo du ständig jemanden um dich rum hast? Ja, also ich kann mich ja gut allein beschäftigen und ich unternehme auch gern, wenn jetzt niemand Zeit hat, auch was mit mir allein, quasi gehe halt irgendwo hin. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde, es tut auch immer gut und es ist auch einfach mal Ausgleich. Wir sind alle quasi die ganze Zeit unterwegs. Wir reisen mit einer Mannschaft. Das Wochenende ist mit der Mannschaft. Quasi am Trainingsplatz ist man gemeinsam. Ja, und ich finde es einfach für mich persönlich einfach auch mal schön, wenn man die Zeit für sich allein nutzen kann und einfach das machen kann, worauf man Lust hat. Was ist das dann bei dir so? Total unterschiedlich, worauf ich gerade Zeit und Lust habe. Manchmal gehe ich einfach gern aus in die Natur oder mal in die Stadt. Ja, unternehme irgendwas oder gehe mal frühstücken allein. Es ist total einfach so, worauf man halt gerade Lust hat und was der Tag so bringt. Sarah Puntigam, deine Nationalmannschaftskollegin, hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, wahrscheinlich kaufst du dir eine Sachertorte und isst sie dann einfach alleine, weil das tatsächlich hat sich auch bei allen gedeckelt, dass sie alle gesagt haben, dass du so ein bisschen die Sachertorten-Queen bist und dass du es theoretisch auch kiloweise essen könntest. Stimmt das oder übertreiben die da ein bisschen? Ja, es ist leider wirklich so. Okay. Ein Laster. Ja, aber das ist, gehört sich ja auch für eine Österreicherin, oder? Die stimmt. Sachertorte. Ja, also ich habe schon immer gern Sachen gegessen und manchmal gibt es halt, wenn jemand Geburtstag hat bei der Nazio, vor allem in Österreich, gibt es halt dann Sachertorte und die kann mich dann halt nicht zurückhalten, weil in Österreich schmeckt es leider ein Stück weit besser wie in Deutschland. Und dann ja, gehen halt schon mal zwei Stücke Sachen auch weg. Ja, aber das hält sie ja noch im Rahmen. Wie gesagt, aber echt von Kilos die Rede, gell, Julia? Richtig, ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir mal schauen, in der Mitte liegt die Wahrheit wahrscheinlich, gell? Zwischen also, zwei Stücken. Mein Stückchen ist leider wirklich immer das Größte, wenn es am Teller ist. Und Sie wissen schon, dass wenn es Sachen gibt, dass mein Stückchen immer größer sein darf. Sehr schön. Ja, ein Grund mehr, immer noch mal zur Nationalmannschaft zu fahren. Wenn jemand Geburtstag hat und es Sachen gibt. Dann kommt Nicole Bilder auch zur Nationalmannschaft. Sehr schön. Ja, dann haben wir noch ein kleines Quiz mit dir, beziehungsweise eine Entweder-Oder-Runde, wo wir fünf Fragen stellen wir dir und die feuerst du einfach, je nachdem, wie lang oder kurz du antworten willst, zurück und mal schauen, was,
was wir da noch so über dich erfahren. Einmal geht's los mit Champions League Sieg mit Hoffenheim oder Europameisterin mit Österreich? Das war Batz. Sehr, sehr schön und cool. Ja, also jetzt muss ich schon festlegen, gelten, aber. Oder? Okay. Nee, lass mir nicht gelten, oder? Lass mir nicht gelten. Ja, doch, okay. Ist in Ordnung. Nee, uns ist klar, wir haben die Fragen so konzipiert, dass es eigentlich total geschert ist, wenn man im Österreichischen bleiben möchte. Du möchtest wahrscheinlich beides, kann man davon ausgehen. Was ist für dich realistischer, sagen wir es mal so? Puh. Oder sagen wir deutscher Meister, sagen wir nicht Champions League-Siegerin, sondern sagen wir deutscher Meister. Boah, weit entfernt noch, aber boah, wo ich sage, wenn man Glück hat, ja, ich glaube, dann vielleicht die deutsche Meisterschaft. Vielleicht ja sogar schon diese Saison, wer weiß. Es ist ja nicht ein riesen Rückstand, den ihr da habt. Das ist ja unglaublich spannend, diese Saison. Richtig. Gott sei Dank, das ist spannend. Richtig. Es wird ein bisschen einfacher in den nächsten Fragen. Da mache ich es ein bisschen leichter. Lieber entspanntes Skiwochenende in den Bergen oder eine Abschlussfeier mit der Mannschaft auf Mallorca? Nach zum Beispiel der deutschen Meisterschaft. Wow. Dann nach Mallorca. Mallorca. Oder mit der österreichischen Nationalmannschaft, wenn ihr den Ganz Europa egal. Macht. Ganz egal. Okay, wenn wir was kriegen, dann gehen wir nach Mallorca. Okay, jetzt wird spannend. Karriereende bei Hoffenheim. Oder nochmal ein neues Abenteuer starten? Ehrlich gesagt, offen für beides. Mhm. Ich glaube, der Zeitpunkt muss einfach stimmen. Ist es so ein bisschen abhängig vom Erfolg? Also wenn du jetzt merkst, mit Hoffenheim geht vielleicht wirklich was in Richtung deutsche Meisterschaft, dass du es dir dann vorstellen könntest oder hat es damit eher nichts zu tun? Eher weniger, sondern für mich ist immer das Wichtigste, dass sie mit Spaß nur am Platz stehe und einfach ja den Spaß und die Freude im Fußball habe. Und das ist für mich das Wichtigste und das habe ich die letzten 7 Jahre da gehabt und habe ich auch dieses Jahr noch. Und ja, solange das quasi ganz oben aufsteht und mein Bauchgefühl sagt, das passt und ich fühle mich wohl, dann ist für mich das der richtige Weg beziehungsweise auch der richtige Verein. Mhm. Natürlich kann es ja irgendwann anders sein, dann ist es aber auch so, dass wahrscheinlich mein Bauchgefühl sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, Karriereende in Hoffenheim oder anderer Verein, weil ja, ich bin eine Person, die was gerne von Tag zu Tag lebt und schaut, was so passiert. Und ja, deshalb lege ich mich da noch nicht fest. Ist in Ordnung, aber die Anschlussfrage passt trotzdem ganz gut dazu. Und zwar, wenn nicht mehr Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga, was dann? Puh, gute Frage. Dann ist es Ausland wieder oder meine Heimat. Aber ich bin jetzt auch nicht so, wo ich sage, unbedingt muss ich in dieser Liga oder in dieser Liga sein. Also es gibt keine Liga, weil im Moment zieht ganz viele Spielerinnen zum Beispiel nach England, nach Spanien, auch Frankreich. Da gibt es nicht so die Liga, wo du sagst, USA vielleicht nochmal als, ja, dass man sagt, das ist so ein Ziel, wo man, den man sich oder ein Traum, den man sich erfüllen will, das hast du nicht so ein Ziel. Nee, für mich, wie gesagt, ist es dieses Große und Ganze, was einfach zusammenpassen muss. Also ich muss mich wohlfühlen. Das ist das Wichtigste, weil wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ja, werde ich auch wahrscheinlich meine Leistung nicht zu 100% abrufen können. Und deshalb sage ich auch nicht diese Liga oder diese Liga, weil meistens kommt es eh ganz anders, wie man es eigentlich sich vorgestellt hat. Und ja, so ist es einfach offen. Definitiv eine realistische Herangehensweise. Dann letzte Frage, Torschützenkönigin. Die ist gut. Die ist wirklich gut. Da muss man sagen, Credits to Martin. Ach was, die anderen waren alle von dir. Torschützenkönigin der nächsten 5 Jahre. Oder Sachertorte for free bis ans Lebensende. Natürlich eine österreichische. Dann Torschützenkönigin. Ah, okay. So weit geht die Liebe dann doch nicht zur Sachertorte. Sachertorte kann man ja so, sich selber machen. Machst du eine gute, oder? Bist du ich habe es ja nach gesagt, noch nie gemacht. Okay. Die andere Geschichte mit der Torschützenkönigin, das kriegst du ja auch so hin. Also das kann ich mir gut vorstellen, die nächsten 5 Jahre Nicole Biller auf Platz 1 der Torschützenliste. Letztes Jahr hast du es gemacht mit, wie viel waren es, 22 oder 23? 23. Doch. 23 sogar, unfassbar gut. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich glaube, diese Saison stehst du bei 7, aber ja, ist ja auch nicht alles. Wir haben es ja angesprochen, ihr habt ein super Gefüge da in Hoffenheim. Und dementsprechend, ja, sind wir eigentlich am Ende angekommen, haben eine jede Menge erfahren über dich. Vielen Dank für deine Auskünfte. Danke, Julia, für deine Recherche.
Sehr gerne. Und dann euch natürlich viel Erfolg für die Rückrunde, die ja jetzt beginnt. Denn wir zeigen ja alle Spiele beim Magenta Sport, alle Spiele der Frauen-Bundesliga. Und am Wochenende geht es wieder los. Mit Rückrunde hat schon begonnen, ist der zweite Spieltag der Rückrunde, aber der erste Spieltag nach der Winterpause wieder. Und da sind wir wieder für euch, für Sie zu Hause da mit der Frauen-Bundesliga. Mit Nicole Biller auch, unserem heutigen Gast von der TSG Hoffenheim. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und Grüße an die Kolleginnen und viel Erfolg. Sehr gerne und danke. Ja, sehr gerne auch. Julia, merci und wir sehen uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge FFBL, der Talk. Bis dann. So machen wir es. Bis dann. Ciao, Nicole. Tschüss. Ciao. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.